So, herzlich willkommen wieder zurück, liebe Zuschauer, Zuschauer, auf unsere 11. Folge wieder, die Altkirchner. Und natürlich machen wir auch Einwerbung. Ihr sucht ein Lohnunternehmen, ihr möchtet mit bei den Projekten mitmachen, dann könnt ihr euch gerne bewerben im Discord und auch gerne beim Lohnunternehmen. So, mit dabei ist wieder mein Mitarbeiter, Herr Bauer. Hallo. Herr Bauer, wie weit sind wir jetzt hier? Auftrag haben wir, glaube ich, jetzt hier so gesehen abgeschlossen. Feld ist fertig? Ja, Feld ist fertig abgehandelt. Gut, wie viel haben wir jetzt noch in dem Mähdrescher drin? Das waren 1760 Liter. Gut, dann würde ich sagen, Herr Bauer, Sie haben ja großartig dann nichts mehr zu tun. Sie bleiben einfach jetzt hier. Dann würde ich jetzt den LKW ausleeren. Yep. Genau, dann leere ich den aus. Sie können derzeit hier warten. Und dann werden wir die restliche Sache aus dem Mähdrescher rausholen. Wegfahren und dann müssen wir noch die Rechnung stellen. Das machen wir aber dann morgen. Heute stellen wir nicht mehr die Rechnung. Was machen wir morgen? Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell einen neuen Auftrag reingekriegt haben bis dorthin. Wenn nicht, machen wir wieder Forstwirtschaft. Ja. Aber das können wir später dann entscheiden. Wir müssen die Geräte ja noch zurückbringen. Ne? Dann wissen sie da erstmal soweit Bescheid. Gibt es sonst noch irgendwas, Herr Bauer? Hm. Ach, übrigens, Herr Bauer, noch eine kleine Sache. Wenn Sie sich ja sehen, dass wir uns, dass ich mich gerade unterhalte, gerade mit dem Bürgermeister. Ja. Dann haben Sie bitte dort zu sein, wo ich Ihnen dann sage. Wenn dann ich mit dem Gespräch fertig bin, dann komme ich auch zu Ihnen. Aber einfach sich anschleichen und dann hinkommen, das geht gar nicht. Okay, geht alles schlimmer. Nochmal so eine Aktion und ich werde Ihnen die erste Abmahnung geben. Ja, geht klar. Gut, das freut mich. So, haben wir sonst noch irgendwas, Herr Bauer? Nö. Alles klar, mache ich mich auf den Weg, ne? So, bis gleich. Bis gleich. Ich setze mich mal wieder in den Drescher. Ja. Und denken Sie, Herr Bauer. Ja. Und denken Sie dran, wenn Sie schon wieder am Essen sind, was Sie ja da regelmäßig sind, was, wo Sie natürlich Essenszeit eigentlich in der Pausezeit ist, ja, dann machen Sie auch die ganzen Krümel und da so weg, ne? Ja, also, ja. Mitgemacht. Das können Sie eigentlich jetzt machen, Besen ist ja da drin. Jo, wird erledigt. Gut. Man hört sich über Funk. Ja. Ai. Schlemmer. Oh. Ja, wie kann das? Oh. Was haben Sie denn gemacht? Oh. Sie haben mein Auto gebumst. Ah, haben Sie denn irgendeinen Schaden? Ja, mein Motor hat bestimmt einen Schaden bekommen. Oh. Ja, wo kommen Sie denn? Wo haben Sie denn Ihr Führerschein? Wo kommen Sie denn überhaupt her? Moment. Führerschein, wer auf der Straße fährt, hat Vorfahrt. Und wenn ein LKW... Aua, mein Kopf. Und wenn ein LKW rückwärts aus dem Feld rausfährt, ist das wohl irgendwie falsch. Ja, Sie sind ja auch mit einer Geschwindigkeit angekommen. So schnell konnte ich Sie gar nicht sehen, wie Sie hier angerast gekommen sind.
können Sie gerne auch mal Dingsbums nachgucken. Ja, ich bin vorschriftsmäßig gefahren. Aua, aua. Oh, mein Gott. Haben Sie jetzt Dachschaden? Schlimmer. Das ist nicht lustig. Nee, das tut mir auch schrecklich leid, aber wenn Sie so angerast kommen, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich einen Abschleppdienst anrufen. Ja, dann rufen Sie bitte einen Abschleppdienst an. Aber Sie können mal so lange Ihren Motor ausstellen. Ich muss mir eben meine Kollegen einen Mitarbeiter anfunken. Herr Bauer? Herr Bauer? Warten wir, ich muss den mal eben anfunken. Herr Bauer, kommen Sie mal bitte ganz schnell. Ja, ich bin mal, ich bin unterwegs. So, ich habe gerade angefunkt. Ansonsten alles in Ordnung bei Ihnen? Ich weiß es noch nicht. Ich sammle gerade noch ein bisschen alles so zusammen. Sie können doch nicht einfach so rückwärts fahren hier, Herr Schlemmer. Boah, ist das ein Totalschaden. Ja, Herr Bauer, wir haben ein Problem. Wir brauchen dringend unseren zweiten LKW, weil mein LKW hat ein Problem mit Gas und Bremse. Vielmehr die Gangstange ist, glaube ich, im Arsch. Ich bin aus dem rückwärts gefahren. Ich meine, Anhänger hat Gott sei Dank nicht so viel Schaden abgekriegt. Ja. Der hat jetzt hier, wir haben ja Gott sei Dank unser schönes Ding hier. Müssen wir abkuppeln, wir brauchen dringend unseren zweiten Ersatz-LKW. Okay. Da hat voll die Delle drin, das Auto, ey. Und dann müssten wir nämlich auch noch einen Abschleppdienst müssen wir da auch noch anrufen. Den würde ich dann anrufen. Tun Sie mir einen Gefallen, holen Sie bitte mal unseren anderen LKW. Ja, wird erledigt. Super, danke. Aber Moment, fahren wir die Fahrzeuge auf Seite, oder? Nee, wir müssen das so stehen lassen. Wir müssen ja noch hier Fotos machen von dem Unfall. Nee, das geht ja so nicht. Also ich muss ja Beweisfotos haben, ne? Weil gucken Sie mal, wie Sie da stehen. Also Sie müssen ja hier mit einer hohen Geschwindigkeit angerast gekommen sein. Ja. Also Sie stehen ja richtig quer hier. Also ja klar, weil Sie rückwärts rausgesetzt haben und ich Sie zu spät gesehen habe. Da steht man aber nicht so quer, wenn man nur so leicht entlang gefahren sind. Okay, so. Sie sehen ja, Sie sind hier rückwärts gefahren, richtig? Ja, ich bin da rückwärts gefahren. So, und haben Sie nicht gerade zu Ihrem Mitarbeiter gesagt, dass Sie Gaspedal mit Bremse verwechselt haben? Nein, das war die Gangschaltung, haben Sie sich verhört. Aber man sieht es ja eigentlich klar und deutlich, dass ich hier die Straße runtergekommen bin und egal... wenn Sie vom Feld kommen, müssen Sie aufpassen. Nicht andersherum. Und wir machen das jetzt mal ganz andersherum. Ich rufe mal gerade den Herrn Dingsbums an. Kleinen Augenblick. Ja, wir brauchen hier einen Abschleppwagen. Herr Schlemmer. Ja. Hat sich erledigt. Ich hatte den LKW nicht gefunden. Ah, gut. So, den haben wir schon mal abgekoppelt. So, ich bin unterwegs. Ja. Hat er wenigstens eine Warnblinkanlage an. Da ist ja jetzt auch noch zu blöd dafür. Nur dieses Mal mache ich das Tor auch ganz sicher zu. Ja, machen Sie. Ich möchte den Veganus hier schnell weg haben. Weil wir blockieren nämlich die Straße. Ja, das geht gar nicht. Kommt einfach mit hoher Geschwindigkeit angerast. Eieiei. Herr Schlemmer, da ist ja hinter mir. Also, der Herr Debois lässt sich gerade zur Gemeinde fahren. Dort steht wohl ein Abschleppwagen. Ja, das ist gut. Aber ansonsten... Fotos gemacht? Ja, wir haben Beweisfotos gemacht. Das heißt, wir können die Fahrzeuge auf Seite fahren, ja? Insofern sie noch fahren. Ja, mein LKW muss ja erstmal abgeschleppt werden. Da geht ja jetzt gar nichts mehr. Ja, ich hoffe, dass bei mir noch was geht. Kleinen Augenblick.
Oh, der Motor geht nicht mehr an. Machen wir denn da jetzt? Ja, Wingerus, wir müssen nur so stehen lassen. Dann müssen wir jetzt gucken, ob in der Hoffnung, dass keiner vorbeikommt. Wenn nicht, müssen sie eben die Gegenspur nehmen. Ja. Kann ich machen, was ich will, er springt nicht an. Ja. Oh, mein Kopf, ey, das ist eher schlimmer. Das geht so nicht. Die können doch so nicht rückwärts einfach hier rausfahren. Ja, Sie haben doch gesehen, wie das geht. Einfach rückwärts rausfahren. Ja, aber wie kriegen Sie denn jetzt Ihren Auflieger da weg? Ja, mein Mitarbeiter hat schon unseren Ersatz-LKW mitgebracht. Ja, aber Sie müssen ja, ne, irgendwie den abkoppeln können. Ja, abkoppeln können wir. Das ist nicht das Problem. Er ist soweit schon abgekoppelt. Da müssen wir ein bisschen rausschieben mit dem anderen hier. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt mit dem zweiten LKW den hier ein bisschen rausschieben können. Herr Bauer. Es ist ja, jetzt bleibt er einfach im Fahrzeug sitzen. Herr Bauer, können Sie uns hören? Ja, dann steigen Sie doch mal aus, Herr Bauer. Mann, Mann, Ja, Mann, Mann. ich höre Sie. Ja, hallo. Also, Sie machen das jetzt so. Sie kommen jetzt mit dem LKW vorsichtig hier vorne dran. Wir versuchen den mal hier ein bisschen vom Anhänger wegzuschieben, bis das Abschleppunternehmen kommt. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob er das hinbekommt. Eieiei. Oh mein Gott, der macht schon dasselbe Feld kaputt. Stopp, stopp! Oh. Eieiei. Warten Sie. Ja. Ah. Gut. Ja, geht doch. Es Herr muss gerade. Bauer. Ja? Machen Sie mal. Jetzt muss der Chef selber ran, weil die Frau Hans das nicht hinkriegt. Was soll das denn heißen, Herr Wegeners? Ja, Entschuldigung, Sie stehen daneben, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ah, müssten wir doch. Herr Hans, wo sind wir schon wieder? Ja. Wie lange haben Sie denn eigentlich schon Ihren Führerschein? Also länger als Sie mit Sicherheit. Herr Schlemmer? Herr Schlemmer? Ja. Herr Schlemmer, wollen wir mal gerade versuchen, so ein bisschen das Fahrzeug auf Seite zu schieben von mir? Ja, wäre vielleicht schlau, ne? Ja, wenn Sie gerade Ihren Anhänger noch hier rüber dingsen und dass wir den mit Ihrem LKW mal gerade ein bisschen an den Rand schieben. Ja. So. Mal gucken, dass er uns hier so ein bisschen rüberschiebt. Am besten seitlich, Herr Schlemmer, ne? Ja. Ah ne, brauchen Sie gar nicht, brauchen Sie gar nicht. Guck mal, gucken Sie mal, Abschleppunternehmen ist schon da. Ah, super, super. Jetzt hat er natürlich den falschen LKW mitgebracht, aber okay. So, dann wollen wir mal gucken. Bonjour. Wer muss jetzt abgeschleppt werden? Beide Fahrzeuge.
Dann nehme ich zuerst mal den LKW. Ja. So, Herr Bauer. Herr Bauer. Ja. Sie nehmen bitte den MAN, Herr Bauer. Mann, Sie nehmen bitte den MAN. Jo. Sie bringen, nehmen am besten den gehirngeschädigten Herrn Veganus, der jetzt ein bisschen, einen kleinen Dachschaden im Kopf hat. Nehmen Sie bitte dann mit. Und werfen Sie ihn irgendwo raus, wo er dann gerne möchte. Und tun dann bitte den Anhänger leeren und kommen mit den leeren Anhänger dann wieder hier dann zurück, ne? In der Zeit kümmern wir uns hier um den Fahrzeuge. Ja, warten Sie mal, Herr Schlemmer. Er kann gerade ja nur ein Fahrzeug mitnehmen. Das heißt, wir müssen trotzdem noch das Fahrzeug auf Seite fahren. Ja. Oder also schieben. Also können wir es... Ja. Wir versuchen mal, ob wir es, wenn Sie die... Handbremse lösen, dass wir versuchen mal ein bisschen wegzuschieben, weil wir können ja natürlich da nicht stehen lassen. Ja, warten Sie mal, ich spreche mal gerade mit dem Herrn Debois. Herr Debois? Ja? Kommen Sie mal gerade ganz kurz einmal bitte. Um was geht es denn? Können wir als erstes mal Ihren LKW versuchen zu nehmen und dass wir das Auto auf Seite schieben von mir? Das ist da, ins Feld. Nein, das ist kein Problem. Das Auto kann ruhig auf der Straße stehen bleiben. Ja gut, okay. Kriegen Sie das hier alleine hin? Kann ich mich vom Acker machen? Ich werde das schon hinkriegen. Okay, gut. Dann fahre ich jetzt mit runter zur Gemeinde. Ich danke Ihnen. Ja, bis dann, Herr Schlemmer. Herr Schlemmer? Ja. Ich fahre da mit Ihrem Mitarbeiter runter und er kann mich an die Gemeinde absetzen, ja? Ja, kein Problem. Okay, ich danke Ihnen und wegen dem Unfall müssen wir uns nochmal einig werden wegen den Kosten und so, ja? Ja, klar. Okay, wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, wir haben einen RTW bei der Stadt stehen, ne? Ja, aber mir geht's ja gut, ich saß ja im LKW. Ja, danke schön, habe ich auch verstanden. So, dann verabscheue ich mich mal hier. Und, Ja, bonjour. Kann ich Ihnen helfen? Den LKW. Ah. Ja, warten Sie, ich versuche nochmal. Mit Motor. Ah, Motor geht. Ja, lassen Sie mal so stehen. Ei. Ein bisschen, ja, noch ein bisschen zurück. Gut, so kann er. So nee, passt ja nicht auf der anderen Seite. Sagen Sie mal, haben wir nicht noch, das ist ja, haben wir nur so enge Abschleppfahrzeuge? So, müsste jetzt passen, ne? Ja. Er kann so stehen bleiben. Ja. Ah, ich glaube noch ein Stück zurück, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Sind Sie wieder ein bisschen vor? Okay, so kann er bleiben. Ja, jetzt hat unser Bürgermeister einen Dachschaden, ne? Ja, das kann passieren. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Schaden tut dem das ja nicht, ne?
Marco, ich muss aber jetzt fahren, damit ich das Auto auch noch wegbekomme. Ja, ich bleib so lange hier. Ich muss ja auf meinen Mitarbeiter warten. So, liebe Zuschauer und Zuschauer, das war's von uns heute wieder mit einem Verkehrsunfall mit dem Bürgermeister, der jetzt einen Dachschaden hat. Ich meine, das hat er ja schon immer gehabt, seitdem er hier eingetroffen ist. Vielleicht sehen wir und hören wir ihn erstmal in der nächsten Zeit nicht, was auch nicht schlecht wäre. Bis dahin, macht's gut.